In diesem Video möchte ich euch zwei verschiedene Pferdemods von zwei tollen Mod-Erstellern vorstellen, die ihr euch recht einfach in euer Spiel laden könnt. Nachdem sich viele Spieler bei der Ankündigung der Landhausleben-Erweiterung gefragt haben, ob mit dieser Erweiterung ebenfalls Pferde für die Sims 4 ins Spiel gebracht werden, wussten wir spätestens zur Veröffentlichung des Packs, dass Pferde kein Pack-Bestandteil sein werden. Hier hat die Modderin The Carlino wohl ihre Chance gewittert und Pferde sowie Esel ins Spiel gebracht, die von der Community ebenfalls viel verlangt wurden. Das Aussehen der Pferde finde ich hier recht gelungen. Diese sind zwar etwas klein, können aber wie die anderen großen Tiere auch im Stall gehalten sowie gekauft werden und wirken auch von den Animationen recht flüssig. Leider merkt man hier allerdings stark, dass die Pferde im Kern auf den Lamas basieren, da sie die gleichen Geräusche und Verhaltensweisen haben. Auch die Interaktionen sind hier identisch zu denen der Lamas, als animierte Dekoration finde ich die hufigen Lebewesen allerdings trotzdem sehr passend. Das gleiche Problem gibt es hier bei den Eseln, welche sich erstaunlich Lama-mäßig verhalten. Wenn ihr euch ein Esel oder Pferd ins Spiel holen wollt, mit diesem aber nicht unbedingt täglich interagiert, sollte das kein Problem darstellen. The Carlino bietet auf ihrer Seite aber ebenfalls auch Hochlandrinder an, welche meiner Meinung nach am besten aussehen, da diese natürlich auf den Kühen aus der Erweiterung basieren. Wenn ihr euch diese Tiere ins Spiel holen wollt, müsst ihr zwingend die Landhausleben-Erweiterung besitzen und darauf achten, dass ihr ebenfalls die thecarlino-farmanimals.package-Datei mit heruntergeladen habt. Ansonsten funktioniert das Ganze nämlich nicht. Eine andere Modifikation wurde ebenfalls vom bekannten Modder Arnie veröffentlicht, von dem ich ebenfalls schon einige Inhalte auf meinem Kanal geteilt habe. Dieser hat schon vor einigen Wochen eine ganze Farmmod vorgestellt, mit der eure Sims eine ganze Story spielen, mit neuen Tieren interagieren und sogar neue Orte wie Friedhöfe und mehr besuchen können. Unter anderem hat Arnie hier aber ebenfalls Pferde mit ins Spiel implementiert, die in der Community berechtigterweise für viel Aufsehen gesorgt haben. Meiner Meinung nach sehen diese Pferde an manchen Stellen ein wenig merkwürdig aus, besitzen aber dafür eigene Animationen, mit denen sich die Pferde genauso, wie man es erwarten würde, verhalten. Das kann man aber leider nicht von den Geräuschen sagen, leider klingen die Pferde nämlich genauso wie die Kühe aus der Erweiterung. Insgesamt könnt ihr mit den Pferden umfangreich interagieren, ihr könnt beispielsweise Bilder mit den Pferden machen, ihnen ein Lied vorsingen oder es mit Leckerchen füttern. Sogar Ausreiten ist hier möglich. Nachdem sich der Sim auf das Pferd gesetzt hat, könnt ihr nämlich an einer beliebigen Stelle auf den Boden klicken und dann dorthin reiten. Dieses Feature ist allerdings nicht zu 100% perfekt. Lustigerweise geben die Pferde hier nämlich Autogeräusche von sich. Handelt es sich hier etwa um das elektrische Pferd der Zukunft? Im Großen und Ganzen bin ich aber trotzdem beeindruckt, wie detailliert diese in der Modifikation umgesetzt wurden. Damit die Mod so funktioniert, wie Arnie es sich vorgestellt hat, benötigt ihr die Hunde- und Katzen- und Jahreszeitenerweiterung. Ich kann mir aber ebenfalls vorstellen, dass die Pferde auch ohne diese Erweiterung funktionieren. Nachdem ich euch beide Varianten vorgestellt habe, müsst ihr euch für eine entscheiden. Wenn euch das Gameplay wichtiger ist, solltet ihr euch die Pferde von Arnie herunterladen. Ansonsten könnten euch die sauberen Animationen und die Stallfunktionalität von The Carlino vielleicht besser gefallen. Jedenfalls findet ihr alle wichtigen Links zu den Tieren in der Beschreibung. Was denkt ihr über diese Pferde? Werdet ihr euch eine der Modifikationen ebenfalls herunterladen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.